Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Verehrte Eminenz, sehr geehrter Herr Kardinal Amato, sehr geehrter Herr Apostolischer Nuntius, Erzbischof Eterovic, sehr geehrter Herr General Superior der Marienhiller Missionare, Pater Damian Weber, ehrwürdige Schwestern, liebe Mitbrüder im bischöflichen, priesterlichen und diakonalen Dienst, verehrte liebe Schwestern und Brüder hier im Dom, im Neumünster und wo immer Sie uns jetzt über Fernsehen oder Internet verbunden sind. Mit der heutigen Seligsprechung von Pater Engelmar Unzeitig strahlt Gottes Gegenwart in unserem Leben auf. Im Lebenszeugnis des Märtyrers Pater Engelmar wird Gottes Dasein greifbar. Da, wo Gottes Gegenwart am wenigsten vermutet wird, im Konzentrationslager Dachau, leuchtet sie auf einmal in einem Menschen auf, der in der größten Erniedrigung, in Hunger und Schmach, Gottes Güte und wehrlose Hilfe lebt. In seiner Hingabe für seine Mithäftlinge wurde Pater Engelmar zum Engel von Dachau. Mit dem heutigen Tag vollendet sich ein Weg der Seligsprechung, die von der Dachauer Priestergemeinschaft und der Ordensgemeinschaft der Marienhiller Missionare an meinen Vorgänger, den Diözesanbischof Paul Werner Scheele, herangetragen und von ihm auf den Weg gebracht wurde. Bevor wir nun die Seligsprechung feiern, das Wort Gottes hören und in der Eucharistie Dank sagen, wollen wir uns selbst bereiten und vor Gott unsere Schuld und unser Versagen bekennen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Eminenz, Kardinal Amato, es ist uns eine sehr große Freude, dass unser Heiliger Vater Sie als seinen Delegaten ausgewählt und zu uns gesandt hat, um die Seligsprechung des Marienhillers Missionars Pater Engelmar Unzeitig vorzunehmen. Als Präfekt der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse waren Sie intensiv mit der Geschichte des Märtyrers Pater Engelmars befasst. Ich bitte Sie,
herzlich das Dekret von Papst Franziskus über die Aufnahme Pater Engelmars unter die Seligen der Kirche zu verlesen. Vorher aber führt uns noch der Provinzial der Marienhiller Patres, Michael Maas, in das Leben Engelmar Hubert Unzeitigs ein und begründet, warum er ein Vorbild für unseren Glauben und ein Seliger der Kirche ist. Eminenza Reverendissima, è per noi una gioia che il Santo Padre l'abbia scelto come suo delegato per procedere alla beatificazione di Padre Engelmar Unzeitig, sacerdote della Congregazione dei Missionari di Marienhill. Come prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, lei si è occupato approfonditamente della storia del sacerdote martire Engelmar Unzeitig. Il Vescovo Friedel e il Superiore Generale di Missionari di Marienhill, Padre Damian Weber, la pregano perciò cordialmente di dare lettura del decreto di Sua Santità Francesco con cui si accoglie il Padre Engelmar tra i Beati della Chiesa. Prima però ci introduce nella vita di Padre Engelmar il Superiore Provinciale Padre Michael Maas, il quale motiverà il perché egli debba essere considerato un degno candidato agli onori degli altari. Pater Engelmar Unzeitig wurde am 1. März 1911 in Greifendorf bei Zwittau im westlichen Nordmähren geboren. Seine Eltern hatten einen kleinen Bauernhof. Hubert, Pater Engelmars Taufname, war der einzige Junge unter 5 Geschwistern. Nach dem Besuch der Volksschule arbeitete er eine Zeit lang bei einem tschechischen Bauern, auch um die tschechische Sprache besser zu lernen. Mähren war nach dem Ersten Weltkrieg tschechisch geworden. Als Hubert immer deutlicher den Wunsch verspürte, Priester zu werden, meldete er sich bei den Missionaren von Marienhill im bayerischen Reimlingen. Dort machte er das Abitur, schloss sich nach dem Noviziat der Gemeinschaft an und absolvierte in Würzburg die philosophischen und theologischen Studien. Am 6. August 1939 wurde er von Bischof Matthias Ehrenfried in Würzburg zum Priester geweiht. Nur wenige Tage nach seiner Primiz brach der Zweite Weltkrieg aus. Zunächst arbeitete er als Seelsorger in der Niederlassung der Marienhiller in Rideck in Österreich und betreute dort französische Kriegsgefangene. Auf Anweisung des Bischofs von Linz übernahm er im Herbst 1940 die Pfarrstelle in Glöckelberg im Böhmerwald. Die Seelsorge forderte ihn heraus, auf der Kanzel, beim Religionsunterricht, im Gespräch mit den Menschen. Schon bald wurde er von nationalsozialistischen Spitzeln beschuldigt. Er setzte sich für verfolgte Juden ein. Er betrachte nicht den Führer, sondern Christus als seinen obersten Herrn. Er lehre die Jugend, Gehorsam gegenüber Gott sei wichtiger als gegenüber weltlicher Macht. Am 21. April 1941 wurde er wegen heimtückischer Äußerungen und Verteidigung der Juden verhaftet. 6 Wochen lang hielt man ihn im Gefängnis von Linz fest. Am 3. Juni 1941 traf Pater Engelmar Unzeitig in Dachau ein. Er erhielt die Lagernummer 26147. Diese Nummer war fortan sein Kennzeichen. Die folgenden 4 Jahre waren die Hölle. Hier reifte er aber zum begnadeten Seelsorger. Aus seinen Briefen aus dem KZ geht dies deutlich hervor. Man spürt sein tiefes Gottvertrauen und seine schlichte Frömmigkeit, die so stark war, dass selbst Verleumdung, Spott, Hunger und Grausamkeiten ihn nicht davon abbringen konnten, sich bei Gott geborgen zu wissen.
In einem seiner Briefe schreibt er: Liebe verdoppelt die Kräfte. Sie macht erfinderisch, macht innerlich frei und froh. Seine Liebe zu Gott und zum Nächsten war der tragende Grund seines unermüdlichen seelsorgerlichen Einsatzes auch im KZ. Während dieser schrecklichen Zeit sparte er sich immer wieder von den eigenen, ohnehin knapp bemessenen Essensrationen einiges ab und reichte es heimlich weiter an junge, hungernde russische Häftlinge. Gleichzeitig betreute er sie als Seelsorger, arbeitete an einer Übersetzung eines kleinen Katechismus ins Russische mit und mühte sich so, in ihren trostlosen Alltag ein wenig Licht zu bringen. Auf diese Weise fand auch ein hoher russischer Offizier wieder zurück zum Glauben seiner Väter. Als Ende 1944 im Lager Flecktyphus ausbrach und niemand mehr willens war, die Kranken zu pflegen, mussten die Priester herhalten. Pater Engelmar war einer der Freiwilligen, die sich meldeten. Hier konnte er als Seelsorger ungehindert den Kranken und Sterbenden auf ihrem letzten Weg beistehen. Nach nur wenigen Wochen infizierte er sich selbst an der Krankheit. Am 2. März 1945 schließlich starb der Engel von Dachau, wie er von vielen Mithäftlingen liebevoll genannt wurde. Es gelang, die Leiche von Pater Engelmar einzeln verbrennen zu lassen und seine Asche aus dem Konzentrationslager zu schmuggeln. Über Umwege gelangte diese zu den Marianhillern nach Würzburg. Dort wurde sie am Karfreitag 1945 auf dem städtischen Friedhof beigesetzt. Im Herbst 1968 wurde die Urne in die Klosterkirche der Marianhiller übertragen. Auftrag seiner Heiligkeit Papst Franziskus verlese ich nun das apostolische Schreiben, mit dem der Heilige Vater den ehrwürdigen Diener Gottes Engelmar unzeitig in das Verzeichnis der Seligen aufnimmt. Littere Apostolice. Nos, vota fratris nostri, Fridelmi Hoffmann, Episcopi Erbipolensis, nec non plurimorum maliorum fratrum in episcopatu, multorumque Christi fidelium explentes, de congregationis de causis sanctorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Engelmarus unzeitig in seculo ubertus, martyr, sacerdos professus congregationis missionariorum de Marian Hill, pastor invictus et caritatis eroicus testis, etiam in vincolis captivitatis. Beati nomine imposterum appelletur, eiusque festum die secunda mensis marci, qua in celum ortus est, in locis et modis iure statutis, quot annis celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die decimo septimo mensis septembris, anno Domini bismillesimo sexto decimo, pontificatus nostri quarto, Franciscus Papa.
dieser Brief auf Deutsch. Wir erfüllen die Bitten unseres Bruders Friedhelm Hofmann, vom Bischof von Würzburg, wie auch der meisten anderen Brüder im Bischofsamt und vieler Christgläubigen, und gewähren nach dem Beschluss der Kongregation für die Heiligsprechungen aufgrund unserer apostolischen Autorität, dass der verehrungswürdige Diener Gottes Engelmar Unzeitig mit bürgerlichem Namen Hubert, Märtyrer, Ordenspriester der Kongregation der Missionare von Marianhill, ein unbeugsamer Hirte und heroischer Zeuge der Nächstenliebe, selbst unter den Banden der Gefangenschaft, künftig als Seliger bezeichnet wird. Und dass sein Fest am 2. März, da er dann in den Himmel eingegangen ist, an den von dem Recht festgelegten Orten und in der festgelegten Weise jährlich gefeiert werden kann. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegeben zu Rom bei St. Peter am 17. September im Jahre des Herrn 2016, im vierten Jahr unseres Pontifikates. Franziskus. Thank you.
Als Bischof von Würzburg danke ich zusammen mit der Gemeinschaft der Marienhiller Missionare und den Gläubigen von ganzem Herzen unserem heiligen Vater Papst Franziskus, dass er den Märtyrer Pater Engelmar unzeitig zum Seligen erklärt hat. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast dem seligen Märtyrer Engelmar die Gnade geschenkt, inmitten der Grausamkeit der Gefangenschaft deine barmherzige Liebe zu bezeugen. Gib auch uns auf seine Fürsprache die Kraft, die Schwestern und Brüder mit Hingabe zu lieben und ihnen voll Erbarmen zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand und keine Qual kann sie berühren. In den Augen der Toren sind sie gestorben, ihr Heimgang gilt als Unglück, ihr Scheiden von uns als Vernichtung. Sie aber sind in Frieden. In den Augen der Menschen werden sie gestraft, doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit. Ein wenig nur werden sie gezüchtigt, doch sie empfangen große Wohltat. Denn Gott hat sie geprüft und fand sie seiner würdig. Wie Gold im Schmelzofen hat er sie erprobt und sie angenommen als ein vollgültiges Opfer. Beim Endgericht werden sie aufleuchten wie Funken, die durch ein Stoppelfeld sprühen. Sie werden Völker richten und über Nationen herrschen, und der Herr wird ihr König sein in Ewigkeit. Alle, die auf ihn vertrauen, werden die Wahrheit erkennen, und die Treue werden bei ihm bleiben in Liebe. Denn Gnade und Erbarmen wird seinen Erwählten zuteil. Wort des lebendigen Gottes. Čtení z prvního listu apoštola Petra. Ale kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich, ať vás neděsí ani nezvyklá, a Pán Kristus budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s úctivostí. Když jste vystaveni pomluvám,
zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. Slyšeli jsme slovo Boží. Mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Verehrter Kardinal Amato, sehr geehrter Herr Apostolischer Nuntius, liebe Mitbrüder im Bischofs-, Priester- und Diakonendienst, liebe Marienhiller Ordensleute und deren Freunde, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Vor einem Monat geschah wieder ein schweres Erdbebenunglück in Mittelitalien. Über 290 Tote waren zu beklagen. Unmittelbar danach wurde die schon oft geäußerte Klage laut: Wo ist Gott? Wie kann der uns liebende Gott bei einer solchen Katastrophe zusehen, ohne helfend einzugreifen? Vielleicht haben auch Sie, liebe Schwestern und Brüder, diese Frage gestellt. In der ersten Sprachlosigkeit angesichts eines solch großen Leides vermag man kaum, eine Antwort zu formulieren. Erstaunlicherweise hat dies der Mailänder Corriere della Sera getan. Seine Antwort: Er, Gott, ist in der Anwesenheit neuer Schutzengel, in all den freiwilligen Helfern, in den Feuerwehrleuten, in allen Frauen und Männern guten Willens, die sich selbst zum Nächsten machen, die sich nicht nach der Uhr, sondern nach dem Herzen richten, die nicht weglaufen und die auf den menschlichen Schrei aus Schmerz und Verzweiflung antworten. Er ist die Antwort der Hoffnung auf die Angst, des Glaubens auf unsere Schwachheit. Angesichts des unvorstellbaren Leides in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten wurde und wird erst recht immer wieder die Frage gestellt: Wo ist Gott gewesen? Ich muss gestehen, dass auch ich diese Frage nicht beiseite schieben kann. Aber dürfen wir hier nicht, wie die Mailänder Zeitung es getan hat, auf die Engel von Dachau verweisen? Wir sprechen zu Recht von der Hölle in Dachau. Unvorstellbares Leid ist doch den Menschen zugefügt worden. Aber ich erinnere mich an einen Ausspruch des vor kurzem verstorbenen Prälaten Scheipers, der dieses KZ überlebt hatte und schon bei der Seligsprechung unseres Würzburger Pfarrers Georg Häfner am 15. Mai 2011 hier im Dom war. Er sagte: Gott war auch in Dachau gegenwärtig. Neben vielen anderen Menschen wurden auch etwa 2700 Priester hinter Stacheldraht gefangen gehalten und gequält. Der Erzbischof von Westminster, Kardinal Vincent Nichols, bezeichnete deshalb in seiner Predigt am 2. Februar dieses Jahres Dachau als das größte Kloster der Welt. Pater Engelmar Unzeitig war einer von ihnen. Er war gerade 30 Jahre alt und erst seit 2 Jahren Priester, als er in diese menschliche Hölle gebracht wurde, in der die Priester in eigene Baracken gefercht wurden. Zwar durften sie je nach Lust und Laune der Peiniger die heilige Messe feiern, aber ansonsten wurden sie umso mehr gequält oder zu Tode gemartert. Dürfen wir nicht hier auch Gottes Anwesenheit in unserem Pater Engelmar Unzeitig erkennen? Soweit es möglich war, setzte er auch im KZ Gebet und Studium fort. Getreu dem Motto der Marienhiller Missionare: Wenn niemand geht, dann gehe ich, half er so unauffällig, aber effektiv wie möglich. Er lernte eigens Russisch, um den jungen russischen Gefangenen den Katechismus in russischer Sprache nahebringen zu können. Er verzichtete auf einen Teil der ohnehin spärlichen Essensration, um sie den noch mehr darbenden jungen russischen Gefangenen geben zu können. Als 1945 eine Typhusepidemie ausbrach, war er mit 19 anderen Priestern bereit, in die betroffenen Baracken zu gehen und den Kranken und Sterbenden beizustehen.
Und diese Bereitschaft hatte er, wohl wissend, dass er sich selbst dabei anstecken könnte und damit dem sicheren Tode entgegenging. Er besaß dennoch dazu die Kraft und legte damit ein Zeugnis für die Barmherzigkeit Gottes ab. Aus dem KZ schrieb er an seine Schwester: Was immer wir tun, was immer wir wollen, es ist einfach nur Gnade, die uns trägt und führt. Gottes allmächtige Gnade hilft uns, Hindernisse zu überwinden. Liebe verdoppelt unsere Kraft, macht uns erfinderisch, zufrieden und innerlich frei. Wenn Menschen doch verstehen würden, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Soweit sein Brief. Was können wir, liebe Schwestern und Brüder, an diesem neuen Seligen für uns beispielgebend erkennen? Erstens, mag die eigene Lebenssituation auch noch so ausweglos erscheinen, ich kann als neue Schöpfung Gottes die Wirklichkeit des Himmels durch mein Tun bezeugen. Pater Engelmar hat sich nicht in sich selbst zurückgezogen, sondern im Gebet und in der Feier der Heiligen Messe mit Gott kommuniziert und in Konsequenz anderen Leidenden beigestanden. Es wird sogar berichtet, dass er im Konzentrationslager manchmal beinahe die Zählappelle verschwitzt hätte, weil er tief im Gebet vor dem Allerheiligsten in der Gefangenenkapelle versunken war. Wir stehen heute vor gewaltigen Aufgaben einer erneuten Evangelisierung Europas. Das kann uns nur gelingen, wenn wir die uns in der Taufe geschenkte neue Schöpfung in Gebet und Tun mit der Hilfe Gottes auch realisieren, das heißt sichtbar machen. Zweitens, Pater Engelmar hat seine Bereitschaftserklärung, sein Ad Sum bei der Priesterweihe in einer Situation durchgehalten, die ihn menschlich gesehen überfordern musste. Er hat sich als Aushilfspriester ebenso um französische Kriegsgefangene gekümmert, wie als Gefangener im KZ Dachau um russische Inhaftierte. Er hat sich auch da eingebracht, wo es sein eigenes Leben kosten sollte. Wie steht es mit uns, wenn unser Versprechen Gott gegenüber auch eingelöst werden muss? Ich denke dabei nicht nur an unser Versprechen bei der Ehe und bei der Priesterweihe, sondern auch an unsere christliche Grundhaltung Menschen gegenüber, die jetzt konkret unsere Hilfe brauchen, wie zum Beispiel die Flüchtlinge und Asylsuchende. Machen wir mit der Botschaft des Evangeliums auch dann ernst, wenn wir persönlich Schaden in Kauf nehmen müssen? Drittens, Pater Engelmar hat sich den Marienhillern Missionaren angeschlossen, weil er in die Mission gehen und dort in fernen Ländern den Glauben einpflanzen wollte. Nach seiner Priesterweihe am 6. August 1939 konnte er nur kurze Zeit als Priester hier in Würzburg-Linz und als Pfarrprovisor in Glöckelberg wirken. Am 21. April 1941 erfolgte seine Verhaftung und nach 6 Wochen Aufenthalt im Linzer Gefängnis die Überführung ins KZ Dachau. Obwohl sein Wunsch, in die Mission zu gehen, sich nicht erfüllt hatte, wurde er nicht depressiv, sondern er erkannte, dass er auch hier, wie er selbst schrieb, wörtlich, in diesem gottverlassenen Lager, in dem das Böse regiert und wo wir leicht glauben könnten, von Gott und der Welt in unserem Leiden verlassen zu sein, seine missionarische Berufung leben konnte. Und wir? Ist es für uns nicht erst recht die Möglichkeit gegeben, heute unseren Glauben authentisch, bescheiden und damit wirkkräftig zu leben? Wir brauchen bei uns keine Verfolgung, Bestrafung oder gar Hinrichtung zu fürchten. Kann uns da nicht diese Lichtgestalt aus dunkelster Zeit zur nötigen Einsicht verhelfen? Möge uns dabei der neue Selige Pater Engelmar unzeitig ein fürsprecher und tatkräftiger Helfer sein.
Sein Gedenktag wird, wie wir eben hörten, künftig am 2. März, seinem Todestag, sein. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem soli et terrem, visibilium omnium, et invisibilium.
Jesus Christus ruft immer wieder Menschen, seine Botschaft zu leben und seinem Beispiel zu folgen. Im Vertrauen auf die Fürsprache des seligen Pater Engelmar Unzeitig bitten wir. Bereits als junger Mensch erkannte Pater Engelmar seine Berufung zum Priester und Missionar. Lass alle Christen ihre je eigene Berufung erkennen und so an der Sendung der Kirche teilnehmen. Christus, höre uns. Páter Engelmar byl duchovním otcem celým svým tělem i duší na Šumavě i v koncentračním táboře Dachau. Pomoz těm, kteří pečují o duši, aby stáli po boku lidem v jejich nouzích a starostech. Christus, höre uns. Pater Engelmar hat sich mutig eingesetzt für die Würde aller Menschen. Erleuchte alle, die in unserer Welt Verantwortung haben, damit sie dem Wohl der Menschen dienen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Pater Engelmar verstand sein Leiden im Konzentrationslager als seinen Beitrag zur Mission und als Opfer für den Frieden in der Welt. Lass alle Menschen, die leiden müssen, erkennen, dass kein menschliches Leid sinnlos oder vergeblich ist. Christus, höre uns. Christus, höre uns. It is important to Father Engelmar that everyone, regardless of their nationality, come to know you as Savior. Let the peoples of all lands and languages live together in peace. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Pater Engelmar hat sein Leben geopfert in der Pflege der Typhuskranken. Mache uns bereit, für unsere Mitmenschen da zu sein und lass unsere Verstorbenen für immer bei dir leben. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Gott, unser Vater, der selige Pater Engelmar ist deinem Sohn nachgefolgt bis zur Hingabe seines Lebens. Höre auf seine Fürsprache und erhöre unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen. Altar gebracht. Pater Engelmar wusste, dass sein ganzes Leben ein Geschenk aus Gottes Hand gewesen ist. Schon als junger Mensch hat er sich bemüht, möglichst viele Sprachen zu lernen, um als Missionar die frohe Botschaft zu verkünden. Was euch kostbar und teuer.
Die Professmedaille des Seligen und seine Bibel werden gebracht. Pater Engelmar hat Gott durch die Ordensgelübde sein Leben zurückgeschenkt und immer versucht, sich an Gottes Wort auszurichten. Der Primizkelch wird gebracht zur Feier der Eucharistie. Pater Engelmar wusste sich eins mit dem gekreuzigten Christus. Die Feier der Heiligen Messe hat sein Leben geprägt und verwandelt. Werden gebracht. Sie verwandeln sich zum heiligen Zeichen. Auch im Leben von Pater Engelmar ist etwas vom göttlichen Glanz Christi aufgeleuchtet.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Amen. Allmächtiger Gott, segne und heilige diese Gaben und schenke uns in diesem Opfer jene Liebe, durch die der selige Engelmar die Qualen des Martyriums durchgestanden und den Siegeskranz errungen hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deiner Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium des seligen Engelmar offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Er ist Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und hat sein Blut vergossen als Zeuge des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Söhne, Töchter, Brüder,
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns an deinem heiligen Tisch gestärkt. Gib, dass wir nach dem Beispiel des seligen Märtyrers Engelmar als Glieder Christi in seiner Liebe bleiben und sein Leiden auf uns nehmen, damit wir für immer seinen Frieden finden. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Ich habe die Ehre, die Großwürde seiner Eminenz beginnen zu lesen. Seine Eminenz wird beendet. Pater Unzeitig ist ein Strahl wahrer Menschlichkeit in der dunklen Nacht des narzisstischen Schreckens. Er zeigt, dass niemand die Güte vollständig aus den Herzen des Menschen ausreißen kann. Sein Martyrium vertraut uns eine dreifache Botschaft des Glaubens, der Liebe und der Stärke an. Auch heute, wie zur Zeit von Pater Engelmar, wird die Kirche Christi diskriminiert, verfolgt, gedemütigt und vernichtet. Und dies nicht nur in Partibus Infidelium, sondern auch in unserem Europa, das oft sein Erbe der christlichen Kultur vergisst. Der Glaube war für Vater Unzeitig hingegeben das höchste Gut und der kostbare Schatz. Ein einfacher und fester Glaube, nie geschwächt oder von Zweifel, von der Ungerechtigkeit oder von der Verfolgung in Wanken gebracht. Er lebte sein Status alle Gedemütiger und unterdrückten Gefangenen immer in Einheit mit Gott, im Gebet, in den Freunden und in der beständigen Verfügbarkeit zu lieben, zu helfen und den Nächsten zu trösten. Die Heilige Messe, die eucharistische Anbetung und das Gebet des Rosenkranzes begleiteten die Freizeiten seines anstrengenden Tages. Er war fest überzeugt, dass das Reich Gottes, das Reich der Wahrheit, der Liebe und des Friedens am Schluss das Reich der Menschen besiegt würde, dass auch Hass, Unterdrückung und Tod besteht. Brüder und Schwestern, wenn wir fest im Glauben bleiben, können auch wir unser Leben mit der Hoffnung und besonders mit der Liebe erleuchten, die uns Jesus geschenkt hat. Wir können so mit der Guten auf das Böse antworten, mit Segen und Fluch. Der selige Engelmar liebte Gott mit allumfassender Liebe, war barmherzig und wohltätig mit jenen, die an den Entbehrung und der Demütigung des Gefängnisses leideten. Um den russischen Gefangenen Trost zu spenden, übersetzte er einen großen Teil des Neuen Testaments in Russisch und in ihnen den Glauben an Gott neu zu entfachen. Sein höchster Liebesakt war sein freiwilliger Antrag, den Typhuskranken in Dachau beizustehen und sie zu pflegen. Seine Liebenswürde in gütige Gegenwart gab den unterdrückten und verzweifelten Gefangenen des Lagers wieder Hoffnung. Es standen Schwerkranken bei und begleitete sie mit mütterlicher Zuneigung bis zum Ende. Mit ihm wurde der Tod zu einem friedvollen Übergang ins Jenseits. In einer Zeit, wo Priester seine Verfolgung und Tod bedeutete, bewahrte Vater Engelmar die Begeisterung seiner priestlichen Sendung. Die Treue zum Evangelium kostete ihn Anschuldigungen,
Anzeigen, Deportation in zwei Konzentrationslager und schlussendlich das Martyrium. Trotz den unmenschlichen Erfahrungen des Lagers blieb er geduldig und ruhig und versuchte in Gefangenen die Haltung von Würde und Menschlichkeit zu wahren. Seine Kondition als Gefangene sei er als seinen Ehrenstatus, ein Vorrecht und Zeugnis der Liebe Christi zu geben. Seine Seelstärke wurde bewundert und gab allen den Mut, einen Zustand ohne Hoffnung weiterhin zu ertragen. Er war die menschgewordene Liebe, sagte Vater Adalbert Balling von ihm. Andere nannten unsere Seligen den Märtyrer der Liebe, der Engel Dachau, der Maximilian Kolber der Deutschen. Sein Martyrium ist die Antwort auf die Worte Jesu, der sagt: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Brüder und Schwestern, der selige Engelmar unzeitig zeigte uns das gute Angesicht und die wahre Identität des deutschen Volkes. Bewundern und vor allem imitieren und praktizieren wir den Glauben, die Liebe und die Stärke des neuen Seligen. Wie Papst Franziskus in seinem apostolischen Brief sagt, Pater Engelmar ist Märtyrer und ungebrochener Hirte, heroische Zeuge der Liebe, auch in den Ketten der Gefangenschaft. Voller Leidenschaft für das Evangelium war er Jünger eines Wortes, das gegen den Sturm angeht, das nicht einschläfert, sondern brennt und die Welt mit dem Feuer der Liebe entzündet. Die Gesellschaft sieht ihn als einen Helden wahrer Menschlichkeit. Und die katholische Kirche, insbesondere die Kirche in Deutschland, freut sich, weil nun ein neuer, leuchtender Stern am Firmament der christlichen Heiligkeit strahlt. Wiederholen wir zusammen: Selig Engelmar, bitte für uns. Selig Engelmar, bitte für uns. Liebe Schwestern und Brüder, auch ich möchte zusammen mit Ihnen, unserem Heiligen Vater Papst Franziskus, Dank sagen, dass wir nun den seligen Pater Engelmar unzeitig als Fürbitter anrufen dürfen. Aber auch Ihnen, Herr Kardinal Amato, der Sie als Gesandter des Heiligen Vaters die Seligsprechung vorgenommen haben, möchte ich ebenso herzlich danken wie allen, die hier im Dom, im Neumünster oder an den Fernsehern mitgefeiert haben. Danken möchte ich vor allem den liturgischen Diensten, den Musikern, insbesondere dem Domchor und allen Medienleuten, die für eine gute Übertragung und Verbreitung dieses Ereignisses Sorge tragen. Möge Gottes Segen, um den wir gleich bitten, uns auf die Fürsprache des seligen Pater Engelmar in die Zukunft hinein begleiten. Liebe Festgemeinde, verzeiht mir, wenn ich jetzt zuallererst mit vollem Herzen Pater Engelmar danken möchte, dass es ihn gibt und dass er da ist und dass er jetzt als unserer seliger Fürbitter bei Gott
mit uns auf dem Weg bleibt. Und ich weiß, Pater Engelmar würde mir jetzt sagen, du musst dem Herrgott danken. Und das möchte ich tun. Dem Herrgott danken, dass er uns diesen einfachen, großen, liebenden Bruder mit auf dem Weg gegeben hat. Und dass das öffentlich und offiziell möglich ist, dafür danke ich Papst Franziskus, der ihn zum Seligen erklärt hat. Und ich danke Ihnen, Kardinal Amato, für den Dienst der Kongregation der Selig- und Heiligsprechungen, dass ihr in eure große Arbeit letztlich zu diesem großen und wunderschönen Dienst gekommen seid. Wir gratios Eminenza. Und ich danke auch dem Postulator, Avocato Andrea Ambrosi, und er hat in der Kongregation einen großen Helfer gehabt, den Generalrelator Padre Vincenzo Criscuolo. Di cuore, Dio vi benedica. Und jetzt aber zu Ihnen, Bischof Friedhelm. Was die Diözese von Würzburg getan hat, um mit uns, Marienhillen, diesen Seligen auf die Altäre zu stellen, ist nicht einfach selbstverständlich. Vergelt's Gott Ihnen und vielen von Ihren Helfern, von denen ich gehört habe, dass Sie nicht nur alles gegeben haben, sogar Ihre Freizeit und Ihre Ferien aufgestanden haben, damit dieses Fest ein Fest werden kann. Vergelt's Gott euch allen. Und ein Vergelt's Gott der Ackermann-Gemeinde. Ich habe die Ehre gehabt, heute um 12 Uhr, um 11 Uhr bei einem Empfang des Bürgermeisters dabei zu sein und habe erfahren dürfen, erleben dürfen, was Pater Engelmar diesen Leuten aus dieser Ecke der Welt bedeuten kann. Aber was sie getan haben, damit das ganze Fest steht und eine große Feier wird, ist mehr als nur verdankenswert. Gott soll es euch segnen. Vergelt's Gott auch euch. Und dann müsst ihr mir erlauben, dass ich meinen eigenen Mitbrüdern nicht einen Kranz winde. Machen wir Marienhilla nicht. Aber von Herzen danken für eine Arbeit, die Marienhilla nur so gut machen können. Rund und umgeben um den Provinzial Pater Michael, von der kleinen Organisation des Alltags über die Presse, über alles, das dazugehört. Es war eine Glanzleistung. Vergelt's Gott euch allen. Und ich kann ihn nicht vergessen, den einen, der den Ball ins Rollen gebracht hat, meinen alten Freund, Bischof Paul Werner, der nicht nur den Prozess angefangen hat, sondern mit Vertrauen und mit Interesse die 25 Jahre lang mitgearbeitet, mitgehofft und mitgelitten hat. Vergelt's Gott. Und ein ganz großes Vergelt's Gott euch allen hier, die ihr nicht einfach nur da seid, sondern ihr habt das Haus Gottes mit Freude erfüllt. Möge diese Freude in euren Herzen weiterblühen. Danke. Bitten wir Gott nun um seinen Segen, damit er uns hinaus begleitet, auch in die Begegnung jetzt auf dem Kiliansplatz oder wo immerhin wir gehen, damit seine Liebe durch uns glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen findet. Der Herr sei mit euch. Und mit deiner Geist.
Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank. Oh.